Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tears of Symphonia, die Chronicles Edition. Leute, Statue, Skid. Stimmt, du hast nichts gemacht. Ja, in der letzten Folge haben wir für Alfred hier und das kleine hier und da kleine Erledigung erledigt und ja, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt mal entschieden, diese Quest mit Genesis zu machen, eine Silberen Brücke, die Taler Brücke. Und warum ist hier so eine verdächtige kleine Insel mit vollem Bewusstsein leben? すごいよ。立派になったよな、ルイ。うん。みんな頑張ったもんね。世界の救済なんて、そこに生きる人々にとっては本当はどうでもいいことなのかもしれないわね。自分たちの毎日を一生懸命生きれば、ちゃんと結果が出るんですね。もっと世界の人たちが頑張れるように、俺たちは世界を元の姿に戻さないとな。うん。毎日を生きる、みんなのためにも。 Sehr gut. Mir fällt auch gerade ein, dass diese Insel, wo die vom Mizuho Clan gegeneinander gekämpft haben, ne? Stimmt so, da habe ich recht. Wo auch China gegen Dingens gekämpft hat. So, und hier habe ich irgendwann mal was gefunden. Diesmal nicht. Was? War irgendwie so eine da. Ein Skit war da irgendwie. Da wollte ich noch mal gerne haben. Ich weiß, das hat, glaube ich, nicht mehr so einen großen Einfluss auf irgendwas, aber egal. Ja. Sehr gut. Sieht so bescheuert aus, aber ich finde es geil. Vor allem, es macht viel mehr Schaden. Was ist los? Wie? Warum hast du so gesäuft? Oh, ich habe daran gedacht, dass ich mich verändert habe. Weißt du das? Ich glaube, ich bin halsstarriger geworden wegen dir. Das ist doch gut. Nein, es ist nicht, eine Person mit Dickschädel reicht. Hey, wie Professor Rain immer sagt, du sollst nicht immer so leicht aufgeben. Stimmt schon, aber dich gelangweilt das alles schon nach einer kurzen Zeit. Nein, gar nicht wahr. Ich gebe so schnell nicht auf. Lügner, und warum lernst du dann nicht weiter die Tabelle mit Elementargeistern auswendig? Das ist was ganz anderes. Egal, lass uns gehen. Hier ist es mir zu langweilig. Lloyd, was du gesagt und was du tust, sind zwei verschiedene Dinge. Ja, und hier ist auch nochmal eine Insel. Wie viele verdächtige Orte. Muss ich doch an einigen Stellen irgendwas geben. So. Wo ist die verdammte Brücke? Na. Ich bin nicht mal annähernd in der Nähe. Versuchen wir mal diese hier. Wir hatten Angst vom schwarzen Mann hier. So, hier sind wir auf ausgelegt, ne? Hat auch irgendwie so einen offiziellen japanischen Namen. Ich weiß jetzt noch nicht wie. Jemand so an der Wand steht und irgendwas aufsagt und dann müssen sich alle umdrehen. Ja, irgendwie nicht. Aber egal. Wisst schon, was ich meine. Aber ich glaube, die sagen dann immer das gleiche Wort. Und wer als erster zu ihnen hinkommt, ohne dass der gesehen hat, dass man sich bewegt, der hat gewonnen. So, und da machen wir jetzt so ungefähr 20 Minuten lang. Hoffentlich schaffen wir es dann auch. Wenn nicht, dann mache ich das irgendwie so lange offscreen und tu nochmal was nein. Reinschneiden, wenn ich irgendwas bekommen habe. Ich liebe den Ozean, er ist so erhaben. Okay, zeig mir deinen Bericht. Wow. Ist da Level 1, geil. Okay, okay. Wer hat Angst vor bösen Mann, muss schnell wie möglich zur Person gelangen, die böse ist. Wer hat Angst vor bösen Mann? Wenn er kommt, dann laufen wir.
Vorwärts kreis schnell hintereinander drücken, nach rechts R1 Klick halten, wiederholt Kreis drücken. Okay, ja, machen wir mal. Wird schon schief gehen. Ich darf nur nicht so viel Mist bauen. Und irgendwie, weiß ich nicht, vollkommen Mist bauen, wenn ich so in Führung bin. Da, er hat sich jetzt auch bewegt, zum Glück. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel sehr viel Zeit. Darf ich nur nicht übermütig werden. Ja, ganz langsam, ganz langsam. Wir haben Zeit, ihr habt Zeit, ich habe Zeit. Weiß nicht, ob der Katz Zeit hat, aber mal gucken. Ich muss einfach nur durchgehen, ne? Ich muss ja nicht unbedingt ihn berühren, oder? Berühren. So. Du gewinnst! Bams! So, jetzt wird es wahrscheinlich schwieriger. Ja. Vor allem, wenn einen die Leute hier so rammen, ist das richtig nervig. Der kommt schon wieder auf mich zu, ich sehe es. Jawohl. Wir müssen aber auch ein paar Fehler bauen, sonst geht das nicht. Verdammt! Macht Fehler! Mein Gott, da war knapp. Nein! Ah! So, jetzt habe ich das schon wieder verkackt. Los, bewegt euch! Mann, ihr müsst einen Fehler machen! Ganz ehrlich, das liegt nur daran, weil ich einen Fehler mache, ne? Du verlierst, super. Vor allem dann darf ich das immer wieder von neu machen, das ist auch geil. Boah, für sowas habe ich irgendwie nicht so einen Nerv, ganz ehrlich. Das wird richtig nervtöten nach einer Zeit, habe ich so das Gefühl. Ganz vorsichtig. So einen riesigen Abstand hatten die jetzt eigentlich auch nicht. Nein! Ich muss viel früher aufhören zu laufen. So, jetzt macht bloß einen Fehler, sonst kriege ich die Krise. Boah, das war knapp. Ich. Mein Gott, bewegt euch mal. Du Grüner, dich kriege ich noch. Nein! Bleib stehen, Mann! Mann, Grüner, mach einen Fehler. Und ich darf keinen Fehler machen am besten. Ja, was schaffe ich noch? Ja. Berühren. Der holt mich ja nur ein. Also ist immer noch in Führung eigentlich. Aha. Dreh ich um. Du siehst nix. Oh, das war knapp. Was langsam. Einer schon mal aus dem Rennen, mehr oder weniger. Ja. Ja, wenn du krampf wirst, bewegst du dich auch. Oh, jetzt kommt schon mein Herz, der klopft voll. Der eine wurde schon wieder erwischt.
Ja, wie schnell der aufgeholt hat von unten. Jetzt nur die beiden Mädels. Ihr könnt auch mal einen Fehler machen. Das war schon wieder so knapp. Dreh dich um, Mann. Ist nix. Die eine muss einen Fehler machen, sonst kriege ich Probleme. Verdammt, mach einen Fehler. Na, komm schon, komm schon. So, ich dachte schon, ich war im Pfeifen. Ich bin irgendwie in dem drinne. Bams. Ein Schritt gefehlt. Auf die Plätze. Ja. Jetzt kommen wahrscheinlich voll die Pros. Verpiss dich. Na toll, jetzt bin ich wieder ganz am Hin. Jawohl. Komm schon, jetzt mach keinen Mist. Verpiss dich. Ey, der eine hat mich schon gleich wieder überholt. Ey, hör auf. Ey, das ist unfair. Wie ein Vollarm. Ja, wir sollten jetzt noch gewinnen. Ey, die Blaue hat sich auch noch bewegt. Ich habe es genau gesehen. Das ist keine Augen im Kopf, Mann. Ey, das war jetzt unfair. Der eine war viel zu gut. Die hat ja gar keinen Fehler gemacht. Und ich werde da wie blöder hier eingequetscht. Was ist das denn für ein Spiel? Hat das irgendwie einen Einfluss wie... Nein! Boah! Ja, habe ich jetzt schon verkackt, ne? Ist das echt nötig? Ja, die müssen auch ein paar Fehler machen, sonst geht das nicht. Das wird ein richtig nervtötiges Spiel. Ich habe da jetzt schon keinen Bock. Macht gar keinen Unterschied, wie schnell ich drücke. Oh nein. Nee, für so habe ich keinen Nerv, ganz ehrlich. Nee, ich glaube nicht, dass ich das je irgendwann machen werde. Tja. Idiot. Idiot. Ja. Schön Zeit lassen jetzt. Zack. Aber es wird wieder nervig, ne? Aber ich bin ganz links. Ich natürlich ganz in der Mitte starte, ist auch kacke. Gleich tue ich wahrscheinlich in der Mitte starten, ne? Tja. Boah, ich wollte schon sagen. Boah. Ey, die Blaue schon wieder, ne? Die ist voll die Pro. Die ist voll die Pro-Gamerin. Die holt mich nicht mal ein, oder? Nein! Oh! Boah, ist das ärgerlich! Hey, so ein Dreck! Ihr könnt doch auch mal ein paar Fehler machen.
Boah, das ist ein ganz schön nerviges Spiel, ganz ehrlich. Ich habe mich irgendwie noch bewegt, aber egal. Tja. Ihr könnt sie aber ruhig ein bisschen schneller umdrehen wieder. Boah, ich habe mich schon wieder irgendwie bewegt. Aber egal. Tja. Nee. Das ist echt nicht mein Spiel. Ob ich das je machen werde, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist mir zu nervig. Ja. Vor allem die machen auch irgendwie so normale Schritte. Ich mache irgendwie so gekrüppelte Schritte. Und irgendwie einen Einfluss darauf hat, wie ich drücke oder so. Keine Ahnung. Ich glaube schon, ich weiß es gar nicht. Jetzt bin ich wieder ganz rechts. Geh weg. Ey. Kann mal einer sagen. Oh. Ich hab schon verloren. Die machen keinen Fehler. Das ist doch blöde. Da kommt der eine wieder und schubst mich gleich, ne? Das ist doch unfair. Oh. Nee, das war mir nicht mal richtig Spaß, gar nicht. Ein bisschen rumexperimentieren hier. Mal leck mich doch. Nein, die machen gar keine Fehler. Wie soll ich denn das schaffen? Ich komme noch nicht mal immer auf 3. Die Blau, die macht nie Fehler, nie. Soweit ist mir zu nervig, ganz ehrlich. Ob ich das je machen werde. Naja, vor allem wenn ich immer irgendwie von jemandem gerammt werde, kann ich ja gar nichts machen. Vor allem immer werde ich gerammt. Weißt du, die laufen so normal weiter. Also, bitch, please. Und ich werde voll zurückgerammt. Wurde ich von denen überrollt, irgendwie sowas. Ja, erste ist kein Problem. Nur zwei wird da wieder nervig. Zack, da war nur ein Schritt, ey. So, jetzt bin ich wieder in so einer beschissenen. Ja, ich kann doch nicht gleichzeitig auf die achten. Ja, jetzt habe ich schon wieder verloren. Jawohl, was? Ich wollte schon sagen. Jetzt sich so was von bewegt. So, jetzt muss ich nur einen Abstand haben hier. Der eine Pisser sollte ich am besten verpissen. Nein! Oh. Nee, das ist scheiße. Oh, der ist schon wieder weg. Okay, jetzt kommen schon wieder die beiden Pros hier. Jawohl. Es wäre die Blaue, die sackt jetzt wieder alles ein. Obwohl. Echt so was, wie ich drücke. Jawohl. Ich war damit zu tun, wie ich drücke. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt kann ich mir Zeit lassen. Ja. Hättest du aber gern, ne?
Ich mache das schön vorsichtig hier, hallo. Na, kommt wieder blau und sagt hier alles ein. Hi, na? So, jetzt noch die Runde, komm schon. Boah, jetzt habe ich sogar darauf geachtet, ey. Ja, jetzt dürfte mich nur in Ruhe lassen, dann wäre alles okay. Boah, der eine läuft wie ein Pro. Ey. Mann, den holst du nie ein. Wenn die Blaue ist direkt wieder hinter mir. Mann, wie unfair. Ich dachte, das geht weg jetzt. Boah. Bist du, ne? Ach, Mann. Also wenn ich schon verliere, dann auch richtig, ne? Ja, und die machen schon wieder keine Fehler. Na, warte, ich zieh auch noch zurück. Ah. Oh, nee. Nee, okay, ich mache hier einen Schnitt. Das ist mir zu blöd. Da werde ich, glaube ich, nicht machen. Wenn dann irgendwie, wenn ich richtig große Nerven habe, irgendwann. Dann werde ich einfach sagen, was ich bekommen habe. Und ja. Ich keine Lust, wirklich das Aufnahmeprogramm immer mit anzuhaben, wenn ich das mal versuche. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.